zwei Ikonen im Museum, goldene Zeiten. Herzlich willkommen, liebe Dagmar Koller, hier bei uns im Haus. Eine journalistische Ikone ist ebenfalls heute hier bei uns im Haus. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Chris Lohner. Herzlich willkommen hier bei uns im Haus. Ah, lang ist her, ha? Es ist eine Autobiografie in Bildern. I'm such a bad, bad girl. Die Ikone in der Kunst und das ist halt ein Abbild von etwas, das es nicht mehr gibt. Also das sind wir nicht, weil wir sind noch da. Und gewaltig dann gibt es noch. Eben normalerweise Ikonen, wo man sagt, eine Sache oder ein Mensch, der für ein Lebensgefühl steht. Genau wollen wir das ja alle nicht wissen, oh ja. Aber das Gefühl zu ich sein... Ich möchte das schon mal klären. Eine Ikone ist doch was Herrliches. Ich habe zwei Stück und ja, bin auch stolz, dass ich zwei Ikonen zu Hause habe. Ich bin jetzt die Dritte. Ja, du bist die Dritte, ja. Genau. Also. Und wenn ich zu dir komme, sind wir vier. Was die Leute reden, ich meine, es ist relativ wurscht, ne? Also wenn man über 70 ist, und da sind wir ja beide ein bisschen. Das weißt du noch, wie alt wir sind? Ja, das habe ich schon längst vergessen. Ich habe jetzt im Viertel. Boom, so einen Mann habe ich. Mal, wenn ich gewusst hätte, dass ich so einen tollen Mann habe, wäre ich lieber viel netter gewesen, weil ich war schon sehr schwierig. Und... Es gibt hier Bilder, wo man sieht, dass er beim Bier mit seinem Finger groß hineingreift, aus lauter Angst, es könnte zu kalt sein. Das ist im Buch natürlich eine Y-Stellung und mit der bin ich berühmt, dass meine Arme immer oben sind in Pose. Und Sie sehen, er hat das sofort nachgeahmt, gemein. I'm such a bad, bad girl. Dieses Buch ist entstanden einzig und allein von einem Mann, Michael Balgawi. Ich habe immer gedacht, was will der? Der will alte Kisten durchwühlen von mir. Na gut, soll er reinkommen? Er hat mir so gut gefallen, weil wenn ich schon ehrlich bin, habe ich ihm die Kisten geöffnet, habe die Türen geöffnet, habe gesagt, nimm raus, was kommt. Bitte, Michael Balgawi, komm hierher jetzt. Wir schreiben zu dem auch Produkt. Sehr intensiv. Es ist ein tolles Buch. Es ist ich finde das so wunderschön, wie er das wirklich gesehen hat, von seiner Ansicht, von seiner Sicht her. Dieses Leben von Dagmar Koller, es war für ihn auch ein Schock, weil es so viel ist. Und jetzt könnt ihr noch ein zweites, ein drittes Buch kommen. Also es war kein Schock. Ja, also im Gegenteil. Who's a bad girl?